Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist Quadrilateral Cowboy. Das Spiel, das ich nicht aussprechen kann und was jetzt eine Zeit lang nicht spielbar war, weil man es einfach nicht mehr starten konnte. Es ist sofort abgestürzt, aber die Entwickler haben nachgebessert und es ist endlich spielbar. So, wir sind, glaube ich, bei Rampscallion. Just press Z. Oh. High Performance Ocular Implants. Mhm. Boing. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch eine Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert. Was ist das hier? Exit at this location. Press Tab to view map. Mhm. Okay. Ja. Wir müssen zum K Nummer 2. Track 2. Und da müssen wir hin. Ups. Das ist irgendwie nicht, da. Gate open. Hello. Gate 2 und Pinch Point. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht sehe. Da. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das Ganze funktioniert. Achso, hier ist das Deck. CCTV oder Weevil. Kann ich hier irgendwo hinlegen? Kann der da durch? Klar. So, dann brauchen wir das CCTV. Boing. Und natürlich unser Hacking-Tool. Boing Nummer 2. Help. Connect. We will. Oder wie wird er genannt? Find. Name Nell. Range 2,2 Meter. Connect Nell. So, move forward, go. Go plus 5. Och, kann ja auch Duck and Cover machen. Kann er da so sich durchschabenzeln? Irgendwie nicht, ne? Exit. Quit. Ah, danke. Okay, er kommt hier nicht durch. Das ist ja ärgerlich. Können wir da irgendwie hier hinlegen? Ups. Connect Mel. Wieso dir? Weaver Excel. So, go 3 plus 3. Och Mensch! Go plus 3. Left. Turn left.
Turn. Turn minus 40. Ah, sieht doch schon besser aus. Go plus 5. And now. Jump, baby. Jawohl. Go plus 10. Go plus 40. So. Der Kollege kann sich doch bestimmt da reinhacken. Data Jack. So. Kann ich jetzt einfach 0 eingeben? Data Jack 1. Jack 2 und 0. Alles klar. Alles offen, alles da, wunderbar. Objective complete. So, das Ding nehmen wir auch wieder mit. Jetzt ist das hier zu. Ich glaub's nicht. Oh. Komm ich da irgendwie hoch? Huah! Ja, wir haben es doch irgendwie hingekriegt. F4. So, please use Shulk Board. Shopping Expedition. Dum, 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 dum. Oh, eine Miezekatze. Schnurrt sogar. Was ist das denn da? Eine Mini-Miezekatze. Boah, Wummen. Wow. Was können wir damit machen? Okay. Ah, okay. Cool. Nicht schlecht. So können wir es bewegen. Ah ja. Was haben wir hier? Exit. Ich habe soweit verstanden, wie es funktioniert. Ziemlich easy. Wie kann er hier aufnehmen? Cool. Ja. Soweit, so gut. Ich nehme mal einen Schluck eines leckeren Bananen-Smoothies. Lecker. Was haben wir hier? Ein Aschenbecher. Ich finde das ja ziemlich geil, weil ich meine, wenn man hier mal runterguckt, da ist die Unendlichkeit. Stay hungry! Warum? Wenn man Hunger hat, kann man ja was essen. Wo ist sie hin? Okay. Schläft hier. Hey, wach mal auf hier.
Hallo? Kann ich Licht anmachen? Ist das hier? Ich glaube, das ist eine Toilette. Interessante Dinge mitmachen, aber er schläft einfach weiter. Was ist das denn? Cool, wir machen Musik. Aber naja gut, dann gehen wir mal. So, meine Dame, weiter geht's. Ich fand es wirklich schade, dass es zwischenzeitlich überhaupt gar nicht spielbar ist. Ist ja schon ein cooles Spiel. Aha, machen wir die Server wieder fertig. So, Diskette rein. Gravity Jank. Rein. Was ist das hier? Tropic Mega Rail Free Observation Deck. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach da unten müssen, oder? Acquire a world from Bergamot One. Da müssen wir da oben hin. Okay. Ich schnapp mir mal eben den Launcher. Positioniere den hier. Nehme mir die Remote. Und katapultiere mich mal eben nach drüben. Boing. So. Open this gate. Wow, gefährlich. Ich würde gerne diese Bridge da ausfahren. Hier schon irgendwas machen? Nö. Cool. Help. Telnet, Aimbot, Blink. Das sind Blink-Echse. Wo war denn Open? Ach, da ist die Bridge. Bridge. Bridge One. Open. Bridge One Punkt Open. In Klammern, sagen wir mal 20 Seconds. Ah ja, das hat nicht so funktioniert, Okay. wie wir das wollten. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu lang. Map Info. Okay. Gut. Hol ich mir den Launcher.
Och, Leute. Oh! Düdüm. Okay. Wo ist mein Deck? Ich muss mal neu starten. Hallo? Die Echse funktioniert nicht mehr. Sehr schön. Vielleicht ist das ein guter Augenblick, um doch nochmal einen Break zu machen. Ganz ehrlich, schade. Ich hätte wirklich gerne weitergespielt, aber unter den Umständen müssen wir doch noch ein bisschen warten. Ich werde das Ganze nochmal den Entwicklern melden. Und ja, dann wird es hoffentlich bald weitergehen bei einem neuen Let's Play von Quadrilateral Cowboy. Mein Gott, wenn man es langsam sagt, dann geht's einigermaßen. Bis dahin, ich wünsche eine gute Nacht und einen schönen Tag. Tschüss!